Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen bei einem Video, was ich noch gar nicht genau weiß, was es werden soll. Ich habe mein Gladi Sanctum hier abgegradet auf Level 3, hooray. Und habe dann gelesen, dass man eben jetzt Zugang hat zu dieser PvP-Arena in Hochfels. Allerdings habe ich keinen Plan, wie ich hinkomme. Deshalb habe ich gerade im Internet nachgeschaut und dort habe ich einiges gelesen. Nämlich, dass vor meiner Garni jetzt eine Quest sein sollte. Oh fuck, was ist das? Garg, Arenameister. Was will der Garg? Bring das Siegel von Hochfels zu Garg, außerhalb zu Kolosseum von Hochfels in Nagrand. Garg, ich nehme deine Quest gerne an. Nach Nagrand. Okay, na gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg nach Nagrand und werden mal ein bisschen in die PvP-Arena von Hochfels gehen. Bedenkt bitte, dass wir hier auf Equin sind. Das heißt, wahrscheinlich ist das Teil komplett überfüllt. Aber ich denke, das dürfte es einfach nur umso lustiger machen. So, wir sind angekommen in Nagrand. Ich fahre hier vorbei an meiner Spielwiese. Hier farme ich mir übrigens immer meine Felle. Voll geil, die Wölfe hier umzunatzen und dann die Fallen aufzustellen. Das macht mir auch richtig Fun. Das mache ich immer, während ich auf Ashran warte und so. Aber nichtsdestotrotz konzentrieren wir uns. Ich habe gehört, es ist so wirklich Open PvP, jeder gegen jeden, wie damals im Schlingendorntal und so. Warum muss ich die umgehen? Die anderen Leute umgehen sie, ich umgehe sie auch mal. Und da freue ich mich relativ drauf. Habe ich nie wirklich gemacht früher. Ich habe lustige Sachen gelesen, gerade im Netz, dass man dann dem Gewinner auch noch die Truhe klauen kann, zum Beispiel. Wenn er nicht aufpasst. Oh, hier gibt es noch mehr Wölfe. Oh, leck, hier gibt es noch mehr Wölfe. Das muss ich mir merken. Mehr Wölfe, mehr Wölfe. Ja, leck, was kämpfen hier für Pilzkopfviecher eigentlich rum? Ist ja furchtbar. Achtung, Hochfels. Entweder stehen 1000 Allies hier und warten auf Raid oder 1000 Hordis. Eins und beiden. Es gibt keinen Mischmasch. Oder ist überhaupt niemand rum? What the fuck? Oh, leck, und sind die Leute hier alle auf dem Weg zur Arena? Das wäre ja heiß. Was bist du? Kämpfe ich gleich gegen dich? Oh ja, 280k. Der hat, glaube ich, nicht schlechtes Gear. Versammlungs... What? Ich muss es zum Raid bringen? Arenameister. Quest beenden. Tötet 100 Gladiatoren im Kolosseum von Hochfels. Ihr erhaltet Zugang zum Kolosseum... In dem kargen Hohlfels oder in dem Heiligtum des Gladiators spricht. What? Oh, leck, 500 Eroberung, 1000 Apexis-Kristalle, Beutel, Kolosseums-Champ. Wie geil ist das denn? Ah. Szenarien. So haben sie das gelöst. Ich komme quasi mit anderen Spielern in ein Szenario. Das ist ja tricky. Gibt es eine Wartezeit? 8 Minuten. Na gut, dann sehen wir uns wieder in 8 Minuten. Oh yeah, so wie es aussieht, geht's los. Hype, hype, hype. Boah, leck, 25 Leute. Ich habe gedacht, das sind vielleicht 10 oder so. Holy shit. Oh Gott, gibt es ein Geschnetzel. Mal gucken, wie viel annehmen müssen, dass es losgeht. Vielleicht 320 oder 22. Ich hoffe, es müssen nicht alle 25 jetzt annehmen. Die Wartezeit war jetzt eh schon länger als 8 Minuten. Komm schon, zieh, Baby. Show me the meaning of being first. Oh, 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 oh. Wo bringt's uns hin? Darf ich mich noch buffen vorher und so? Nehm den Aufzug zur Arena. Oh, wir buffen uns alle. Zack. Oh, shit. Und dann geht's los, oder was? Jo, ich stehe noch einen Tisch. Vielleicht gehen sie dann nicht gleich auf mich. Ich bin der einzige Mage in der Gruppe. Tisch. Was? Nehmt euch einen Tisch. Angst, 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 Angst. Angst, Angst. Was steht da oben? Aufzug zur Arena in 3 Minuten in Betrieb. Oh Gott. Nochmal 3 Minuten warten. Was haben wir denn? Da kommt der Husten zurück. Oh Gott, wir haben Schurken, wir haben jede Menge Palas haben wir. Ach du Kacke.
Panoptikas. Geiler Name. Was haben wir hier alles? Oh Gott, Schlick ist auch dabei. Schlick ist so gut, habe ich gehört. Warum ist denn der Name von diesem Pet eingeblendet? Das muss ich auch mal noch ausschalten. Da, der Name von Pets habe ich eingeblendet, aber Name von Spielern nicht, oder was? Oh, er ist weg. Dann nimmt er lieber das Vogelpet. Komm, bedient euch an den Keksen. Ist das hart? Wir sind alle in einem Raid. Das hätte ich mir jetzt so gar nicht vorgestellt. Gedacht, ein Support ist da rein und dann BÄM, ab geht er, der Peter. Oh, ich seh dir da oben. Da ist der Himmel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das das... Oh Gott. Gut so, rauf auf die Plattform. Wir wollten nicht hier unten sein, wenn wir das Giftgas versprühen. Oh mein Gott. Garg. Das ist wieder der Garg. Leck, der ist Hardcore. Hardcore, Motherfucker. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Keine Ahnung. Oh, da ist ein Priest mit einem schönen Transmog. Das gefällt mir auch. Der Gürtel passt nicht dazu. Brauchst noch einen orangenen Gürtel. Der Stab ist natürlich auch viel zu rot. Aber die Feuer-VZ passt. Oh, leck. Mieze-Katz, Herrin des Krieges, no luck, just skill. Dein Transmog hat Style. Vielleicht macht mir das auch mit dem Priest. Vielleicht glaube ich es dir. Was haben wir hier? Novre. Cool, eh? Oh, ne, der hat so einen hässlichen Helm. Was ist hier für ein nice... Dead Ass. Ach, das ist Ido Pev Pevx. Pew, pew. Was hat er für Augen? Das ist ein DK. Ich habe noch nie so einen dunklen DK gesehen, von der Hautfarbe her. Ich habe gedacht, die gibt es nur in Blass und in Weiß. Jetzt haben wir hier einen kleinen Marokkaner. Bam, in your face. Wenn er aber noch... What? Was ist mit ihm? Oh, lecker, macht sich klein, dass er nicht gesehen wird. Leck, ist eher clever. Sowas müssen wir auch machen. Können wir einfach, schwupp. Ach, jetzt sehen wir nur aus wie er. Die Größe haben wir nicht. Schade, dann machen wir es weg. Ich will kein garstiges Skelett sein. Hinten ist noch ein garstiges Skelett. Wer springt hier rum? Oh, oh, oh. Ist das für ein... Ach, das hatte ich auch mal. Das ist auch Priest, ne? Was war denn das? Das ist auch irgend so ein Mob-Set. Mit T6 Schultern. Und Mütze. Was ist das für ein Stab? Da legst du mich halt. Oh Gott, eine Minute schon. Habe ich jetzt 2 Minuten lang Transmogs angeguckt. Eigentlich müsste man die ganzen Heiler rausvoten. Ach, da kann man auch als Heiler rein. Oh Gott, da geht's ja los. Die eine Minute war schnell vorbei. Da muss ich auch mal mit dem Muni rein. Wenn man auch mit dem Heiler rein kann, dann heile ich mich ständig hoch. Oh, wie groß ist die Arena? Ist das der Bossraum vom Kargat? Ist das genau das, das Kolosseum? Stimmt, gell? Ich muss mich gleich wegblinken. Sofort muss ich weg. Nicht dahin, wo der Krieger hingeht. Bereitet euch auf den Kampf vor. Oh Gott. Alle verteilen sich ein bisschen. Ich habe keinen Überblick. Ich brauche Überblick. Oh nein, da ist der kleine Wuselmann. Ich will weg vom kleinen Wuselmann. Der wird nochmal nachgebufft. Ich verstehe gar nicht, dass die sich bangen. Einer, eher die ganzen Teams. Auch Leck Teams gibt's auch. Wie unfair ist denn das? Oh Gott, Angst, 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 Angst. Hat mich jemand im Target? Ich kann das ja sehen im Tooltip. Hast du mich im Target? Ne, ich stelle mich auch ganz an die Wand. Wer hat mich im Target? Niemand. Niemand hat mich im Target. Wann geht's denn los? Leck, wie klein er ist! So ein cleverer Fuchs! Jetzt geht er noch, was ist denn? Verstohlenheit oder so? Ist das ein Fuchs? Oder kommt jetzt eine gegnerische Gruppe? Und wir kämpfen wirklich 25 gegen 25. Aber ich glaube nicht, so wie die hier schreiben, man sollte die Heiler auswählen und so. Geht schon gleich die Action. Die Frage ist nur, wann? Angst. 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 Ich stehe natürlich direkt neben dem Schurken. Oh Gott, er hat mich im Target. Er hat mich im Target. Oh Gott, da geht's gleich ab. Und er hat mich nicht mehr im Target. Er hat mich nicht mehr im Target. Oh Gott, da kommt ein Hunter. Was machen eigentlich die alle da hinten? Ist das alles ein Team, oder was? Hey, warum sammeln die sich alle da hinten? Was geht hier ab? Ich komme auch. Ich geh hier auch dazu. Ich gehöre auch zum Team. Wer gehört nicht zum Team? Da, du gehörst nicht zum Team. Gruppenkuscheln. Am besten stellen wir uns auf einen Haufen. Schnell AE, Bam und Tschüss. Wir kämpfen jetzt doch schon gegeneinander, oder? Ich mach schon mal meinen Geistesgegenwart an.
und den Frostring ready. Ich habe keine Ahnung, was jetzt gleich passieren wird. Oh! Oh! Ist das geil? Ist das geil? Da wird geschnetzelt ohne Ende. Oh Gott, ich muss Bell stealen, ich muss überleben. Oh, das zählt zusammen. Weil wir in einem Raid sind. Oder in einer Gruppe. Ja, leck, das ist ja cool. Okay, Damage Makro activate. Wir müssen ein bisschen so durch die Gegend marschieren, dass wenn uns einer im Target hat, dass er uns nicht ganz fisten kann. Oh Gott, jetzt hat uns jemand im Target. Ah, betäubt. Drink it. Bursten. Und Block. Oh, da ist ein Jäger. Komm, den kriegen wir auch noch. Oh, fuck, mein Block wurde gedispelt. Healen. Ich muss dispeln, um zu healen. Dispeln, um zu healen. Stille. Nein. Nein. Oh Gott, wie sie alle auf mich gehen. Die Wichser, die haben Teams gebildet. Oh, nein, nein. Oh, mein Block war nicht... Jetzt war da gerade ready. Ihr werdet bewegt. Oh. What? Was bin ich jetzt? Kann ich weitermachen? Oder bin ich Zuschauer? Also manche Leute sind schon raus, von daher glaube ich... Einfach abschließen, Mietzekatz. Fuck you. Full HP und lose. Oh, leck, ist das spannend. Wer wird es wohl gewinnen? Wer wird es wohl gewinnen? Wird echt so ein blöder Heiler stehen bleiben am Schluss? So ein Dizzy oder was? Das wäre aber echt lame. Was macht meine Quest? 7 von 100. Ja, das zählt jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr unten bin. Schade. Aber das ist ja auf jeden Fall, das kann man ja auch jede Woche oder jeden Tag, ich weiß gar nicht, die Quest machen. Wer die Quest teilt, der hat was verpasst. Was passiert, wenn ich runterspringe? Ach, ich kann nicht mehr runterspringen. Lame. Kann ich sie verwirren, die Leute? Okay, ich habe im Forum gelesen, dass man echt noch dem Gewinner nachher die Truhe klauen kann. Von daher, ich mache mich einfach mal bereit, runterzuspringen und mich vorzublinken. Aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Das war bestimmt so noch von der Beta, so ein Post oder so. 8 Gladiatoren! Leck, das geht ja richtig lang. Immer diese Opfer, die Team spielen. Da muss ich echt mal den Fuchs mitnehmen. Da packe ich mir mal den Fuchs ein und den Sashi. Und dann gehen wir hier mal rein und machen fette Action. Wie geil ist das denn? Da ist wieder einer down. 7 Gladiatoren. Wen gehen sie als nächstes? Läuft da so ein Priest durch die Gegend? Dizzy. Sind eigentlich alle Priests Dizzy hier, glaube ich. Ne, Shadow haben wir auch dabei. Ja, da läuft jetzt sogar der Schattengeist rum. Noch 6 Gladis am Leben. Oh Gott, holy macaroni. Schmerzunterdrückung läuft auf Neffi. Neffi, zieh. Ne, für wen sind wir? Ist der Mönch noch im Spiel? Ja, ich bin für den Mönch. Komm schon. Ach ne, der hat einen scheiß Namen, für den sind wir nicht. Wer ist noch im Spiel? Novre. Der Ido Pepex ist noch dabei. Wir sind für dich, Ido. Zieh. Zieh, do. Zieh, do. Er steht einfach nur da. Er denkt, wenn ich keinen angreife, greift mich auch keiner an. Vielleicht passiert dann gar nichts. Cool, nee. Er springt einfach in der Mitte rum und macht nichts. Wie cool ist er eigentlich? Was für ein Chiller. 4 Gladys im Spiel. Ist das jetzt ein Team oder was? Jetzt greifen sie sich nicht an. Jetzt würfeln sie aus. Oh Gott, ist das lame. Ist das lame. Na warte. Weh, ich kann da runterspringen. Ich springe runter. Und mach meine Arkane Nova, wirbel euch in die Luft und hol mir die Truhe. Wenn es geht. 2 Gladys am Leben. Komm schon, Ido Piu Piu. Ah, der Ido Piu Piu ist raus, oder was? Gegen wen kämpft er denn? Gegen das kleine Ding von vorher? Gegen den Schurken, oder was? Jetzt legst du mich fett, der kleine Schurke lebt noch. Minimi, du bist so strong. Oh, leck, aber da, der Mönch gibt nicht auf. Der spielt Heilermönch. Ah ja, tatsächlich.
Nebelwerker. Wir sind so dumm, schreibt die Ida Pew Pew. Komm schon, lass mich da runter. Ich will mitmischen. Und da geht der Schwagge down. Kann ich jetzt runter? Nee, oder? Was passiert? Jetzt kriegt er jetzt die Truhe. Ah, der Schwagge lebt noch. Komm schon, töte ihn. Yeah! Mit dem knisternden Jadeblitz wäre der Schwagge getötet. Oleg! Ich kann echt runter. Wo ist die Truhe? Wo ist sie? Nein! Gibt's echt keine Truhe? Oh. Bekommt der Gewinner das Item zugesteckt, oder was? Doch, da ist sie. Ah, ich kann es aber nicht klauen. Also wird er nur geschwätzt im Blizzard-Forum. War ja klar. Was hat er bekommen? Ein 660er-Item. Okay, das ist ja nice. Ha, das ist eine Beschäftigung für den ganzen Tag, ey. Du kannst einen ganzen Sonntag drin verbringen. Ich glaube, das mache ich mal. Okay, meine lieben Freunde. Ein erster Blick hier auf das Kolosseum von Hochfels und ein sehr schöner Blick, wenn ich das mal hier noch so sagen darf. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, das Video zu bewerten, zu kommentieren. Schreibt, ob ihr mehr davon wollt und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin Muni und ich bin raus. Ciao, ciao.